Ich bin auf dem Weg zu Adam, ne, hier, weil wir uns eine Wohnung da angucken wollten, die aber schon verkauft ist, aber wo da Arbeiten durchgeführt werden. Aber guckt euch das mal an, jetzt im Dezember, 24. Dezember, Weihnachten, Heiligtag, ne? Und dann hier Orangenbaum mit diesen Orangen. Ist das nicht schön? Nun wollen mal der Adam und ich euch zeigen, dass man auch aus hier älteren Häusern, wenn die Bausubstanz gut ist, ne? Und die finde ich immer ist entscheidend. Es gibt auch viele neue Häuser mit einer scheiß Bausubstanz, ne? Hier, dass man da was machen kann draus, ne? So, jetzt gehen wir hier mal rein. Adam ist schon vorne weg. Das ist eigentlich eine ältere, gut gepflegte Wohnanlage. Ich kenne die auch so vom Sommer, wenn die hier alles warm ist und alles blüht. Hier ist mal sehr schön bunt und die Leute, die hier wohnen, die legen Wert drauf, dass alles gepflegt ist. Schaut hier auch jetzt im Dezember, im Winter, und man sieht eine gepflegte Anlage, auch mit einem kleinen Pool. Ne? Hier das Nachbargebäude, was mit zu der Anlage gehört, auch alles gut in Schuss. Dann gehen wir mal hier rein. Fahrstuhl ist in dem Haus auch. Gut, die alten Häuser, die haben eine kleine Fahrstühle. Oh, das ist schon halt so, oder? Rechts. Ja. So, jetzt gehen wir hier rein. Ne? Da sieht man noch Baumaterialien. Ne? Und jetzt sieht das Gebäude, der Werber. Die Handwerker sind noch drin. Ne? Also hier sieht man beim Bad. Alles neu gefliest. Ja, hätte man aufnehmen sollen hier, wo das neu war, irgendwann noch alt war. Ne? Und hier ein kleines Zimmer, so ein Schlafzimmer mit einem kleinen Balkon. Ne? So, und dann ist ja hier die Nebenstraße, da ist Alara Park, Dennis Plus Inn, wo ich auch schon, da die Berge und hier, da ist die Barbarossstraße mit den ganzen Geschäften und hinter diesen Häusern noch ist wieder Strand, ne? Also nicht weit zum Strand auch nicht, aber mit eigenem Pool. Da die neue Klimaanlage schon drin, da muss noch ein bisschen gemacht werden. Hier schön. Hier haben wir die Küche, die kleine gemütliche Küche. Ja, also diese Wohnung bezieht noch eine Person ein. Und hier der Balkon, hier ist ein bisschen größer. Ne? Von der Küche aus ein Zutritt. Klammer, Reklammer. Ah, Reklammer. Ja, hier ist jetzt hier da die Klimaanlage, die eingebaut ist, auch eine neue. Hier ist das Wohnzimmer. Ne? Die Küche mit Durchreiche. Lecherbar. So, und dann hier geht es zum Balkon. Hier sind dann die alten Möbel. Und der Balkon hier vom Wohnzimmer ist ein bisschen größer. Nun ist er ein bisschen zugestellt. Ne? Aber hier ist den ganzen Vormittag über Sonne. Ne? Ist eine schöne Sache. Und ich finde das cool. So, hier ist ja nochmal so ein Durchgang in der Essecke. Ne? Hier kann man so eine schöne Essecke machen. Super. So, hier geht es noch weiter in der Wohnung. So, und hier ist das andere Bad mit einem kleinen Fenster. Und guckt doch mal jetzt die Fliesen, was man hier draus gemacht hat. Ne? Das sieht doch hier klasse aus. Und hier geht es dann noch zu einer Abstellkammer, ne? So dass man ein bisschen einen Lagerraum hat. Ne? Für ja, der Handwerker muss ran, er muss wieder raus. Hi Leute, so, das soll es erstmal gewesen sein. Ist ein kleines Video zu einer kleinen Wohnung. Aber ich will noch mal zeigen, was man hier so draus machen kann. Und das ist erstmal Teil 1. Und wenn alles fertig ist und Möbel drin stehen, dann kommen wir nochmal her und dann machen wir Teil 2. Ne? Schade, ich hätte mal gleich vorher aufzeichnen sollen, bevor die schon die Bäder und Küchen und so weiter fertig gemacht haben. Ne? Ist auch alles neu gemalert und so. Aber ich wollte nur zeigen, was man machen kann, auch aus einer alten Wohnung. Und ich sage euch dann im zweiten auch, was das alles gekostet hat. Ne? Na denn, ihr nicht bis zum nächsten Mal. Erstmal hier, falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal und genießt das Weihnachtsfest, meine Lieben.
Ich meine, hier so an so einen Accessoires wie so einen kleinen Hund hier, ne? Und dann so wie das alles angelegt ist, mit den Steinen, mit den Wegen, ne? Und dann hier auch der Pool, man sieht alles gepflegt. Und ist ja hier eine Nebenstraße, ne, hier nicht an der Hauptstraße, ist sehr ruhig gelegen. Ne, da drüben dort die Wohnanlage, man sieht auch sehr gepflegt. Ne, und auch die ganzen Pflanzen, die man hier zusammengesammelt hat, ne, und so zusammengestellt hat. Also hier muss einer sein, auch der ein bisschen Händchen für hat, ne, das hier und das alles so schön pflegt. Schaut doch mal. Ich weiß nur, weil ich ab und zu mal hier mit Podo auch vorbeigehe, ne, dass das hier, wenn es wärmer ist, das ist eine totale Blütenpracht hier, ne? Und einfach fantastisch. Also zur Wohnanlage, man hat da einen Eingang, ne? Und dann da, wo vorhin mit Adam gekommen bin. Und wenn er hier so, da ist der Eingang, wo ich mit Adam gekommen bin. Und wenn man dann hier so schaut, alles super gemacht. Da drüben ist auch eine Wohnung, die renoviert wird. Man sieht da eine Fenster, alles neu gemacht. Hier auch ein Abstellplatz für Fahrräder, ein vernünftiger. Alles super.